was ist mir wichtig? Ich möchte gerne das, was Wolfgang Drexler und Andreas Koch ausgezeichnet hat, ein Stück weit übernehmen. Lieber Wolfgang, deine Präsenz und dein politisches Gespür. Lieber Andreas, deinen Anstand und deine rhetorischen Fähigkeiten. Wenn ich das irgendwie zusammenbekomme, dann muss uns vor den nächsten Wahlen nicht bange sein. Ich möchte gerne, dass die Menschen, die nicht das Glück hatten, wie ich, Förderer zu haben, einen Wolfgang Drexler, einen Jürgen Zieger, einen Sigmar Moosdorf, die Menschen, die dieses Glück nicht haben, müssen trotzdem Chancen haben auf ein Leben in Wohlstand und Glück. Ich möchte, dass wir uns um den ÖPNV und um den Zusammenhalt kümmern. Ich möchte mich um Wohnungsbau kümmern. Und ich möchte dieser Stadt ein Stück weit mehr Freude im Miteinander geben. Dafür steht auch die SPD Esslingen. Und für mich schließt sich heute nicht nur ein Kreis, der 1998 begonnen hat. Da war ich nämlich Azubi bei den Herren da vorne. Der Jürgen Zieger kann sich da gut daran erinnern. Der praktische Teil meines Studiums, den habe ich in Esslingen abgeleistet. Und das zum Großteil im Büro des Oberbürgermeisters. Lieber Jürgen, ich habe schon damals sehr, sehr viel von dir gelernt, aber auch von Roland Carpentier, den ich vorhin gesehen habe. Da habe ich gemerkt, dass Kommunalpolitik etwas Großartiges ist, das Spaß macht, wo man gestalten kann. Und auch deshalb bin ich jetzt dankbar für mein kommunales Ehrenamt. Mein Ziel ist es, den Alltag der Menschen zu verbessern. Und das geht am allerbesten, wenn die Ebenen zusammenspielen, Land, Kreis und Gemeinde. Dafür setze ich mich ein. Da setze ich auf Ihre Unterstützung und ich bedanke mich herzlich, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlichen Dank.